Hallo ihr Lieben, ja, Tag 11 hat angefangen, beziehungsweise gestartet. Ich habe schon ein bisschen angefangen, ich habe aber tatsächlich keine Ahnung, was das hier werden könnte. Ja, genau, wir arbeiten uns jetzt hier ein bisschen von unten nach oben. Ja, wir haben gerade gegessen, deswegen kommt das Video jetzt ein bisschen später. Wir hatten Pizza. 1, 2, 3, 4, 5. So Thunfischpizza. Also wir haben uns hier diesen Pizzateig zum Ausrollen geholt. 2. Und dann haben wir da Thunfisch drauf gemacht. Ein bisschen Käse drauf. 3. 1, 2, 3, 4. Ja, genau. Zwei, drei, vier, fünf. 1, 2, 3, 4, 5. Super. Gut. Ja, und dann habe ich gerade noch als Nachtisch meine Portion Zitrusfrucht. Ja, weil ich nämlich gegen Zitrusfrüchte allergisch bin und ich mich so langsam sensibilisieren möchte. Ja, ich glaube, das heißt so. weil es mir einfach unfassbar auf den Keks geht, dass ich einfach keine Zitrusfrüchte ohne Nebenwirkungen essen kann. Ja, der Hund liegt gerade so an meinem Rücken und mit 45 Kilo. Hey! Mit 45 Kilo im Rücken ist das gerade gar nicht so angenehm und gar nicht so einfach, die Steine dann noch zu treffen. Gerade wenn da so ein Geeier wird. So. der kriegt nach dem Video sein Abendessen und sein noch seine tägliche abendliche Beschäftigungskau-Spielzeugdings. Und dann fällt er dann auch schon ins Fresskoma, sag ich mal. So, da hatten wir das O, zweimal Fragezeichen. Ja, wir hatten dann auch gerade noch eine Folge Seven vs. Wild geguckt. Achtung, ich mache keinen Spoiler. ja, genau. Ich würde gerne mal wissen, ob ihr auch Seven vs. Wild guckt. Auch bitte keine Spoiler in die Kommentare. Und mich würde es aber gerne interessieren, was ihr da nämlich für Werbung seht. So. Weil für uns kommt die Werbung, die wir sehen, total komisch vor. Ja, ihr hört vielleicht gerade im Hintergrund das Hecheln vom Hund. Ja. Er ist nämlich schon genervt, dass er jetzt warten muss. Aber ich handhab das hier so, dass er nicht entscheidet, wann er das Essen bekommt, sondern dass ich entscheide, wann er das Essen bekommt. Und wenn er dann so, wenn er meint, er entscheidet das, dann ja, nö. Dann mache ich erstmal noch was anderes. Und dann gibt es das. Ja, genau. Also der Hund entscheidet schon mal nicht, wann es hier irgendwie was gibt für ihn. So, dreimal dieses komische Zeichen. Ich weiß nicht, was es sein soll. Ja, ich habe in meinem Spiel auch nachher wieder, wenn es nicht ausfällt, gucke ich dann mal, wieder mein Raid. Ja, mal gucken. Ich glaube, ich schaffe das Feld diesmal tatsächlich nicht.
Weil der Raid geht nämlich bis 22.30 Uhr. Und um 23 Uhr gehe ich nun ins Bett und in einer halben Stunde schaffe ich sicherlich nichts Großartiges. Irgendwie. Warum gucken? Ich gebe mir Mühe. Wirklich. das ist eine kleine Art Challenge für mich, so das irgendwie zu schaffen. Ja. So. Fragezeichen. Pfeil, Pfeil. Deswegen mache ich das Video auch gar nicht so lang. Dann kann ich dem Hund dann nämlich was zu essen geben. Aber noch ein bisschen geht noch. Also 5 Minuten Video ist ja Quatsch hier. So. Pfeil. Nee, da kommt noch das O dazwischen, das habe ich übersehen. So, und dann Pfeil, genau. Kommt noch ein O dazwischen. Zweimal O und dann Pfeil. So. Jetzt fange ich von der anderen Seite an. Ich bin super gespannt, wenn das Feld wirklich fertig ist. Dass ich dann vielleicht sehe, was das hier ist, weil ich habe wirklich, also hier bin ich tatsächlich sehr ratlos, was das werden könnte. So, 1, 2, 3, 4 Prozentzeichen. H. Und Prozentzeichen. Super hoch. Rein mit dir. Gut, wieder eine Reihe fertig. D. Ja, und ich bin jetzt ganz schön vollgestopft. ich glaube, der Nachtisch war gerade so, was mir tatsächlich noch so mega den Magen gefüllt hat. Ich habe mir nämlich Quark gemacht. Also so 2 Esslöffel Skier. Warte mal. 1, 2, 3, 4, genau. 2 Esslöffel Skier, dann habe ich mir einen halben Protein-Schokopudding untergemischt. Dazu Banane. Was habe ich hier? Oh, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gut. Eine halbe Banane habe ich mir reingemischt. Eine Mango. Die kann ich nämlich inzwischen schon essen, ohne dass ich Probleme bekomme. Und Kiwi. Und bei der Kiwi ist es aktuell so, dass das für mich noch, also der Oberkiller ist. Ja, aber wenn ich das jeden Tag mache, sollte es schon besser gehen. Ja, so, dann haben wir das O auch gerade, genau. Der Hund hat mich gerade mega abgelenkt. Ich kann das nicht haben, wenn er mir im Hintergrund die ganze Zeit ins Ohr hechelt, da kriege ich die Krise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Da kommt das noch so was oben. Nee, das habe ich schon. Das sieht gleich aus vom Ton. Es ist manchmal super schwierig, wenn ich einmal kurz draußen war. Dann muss ich dann von der anderen Seite beginnen. So. Aber das macht nichts. Es gibt manchmal so Tage, da ist das super anstrengend für mich, so zu painten. Und normalerweise nehme ich mir dann einfach ein Bild, wo Vordruck drauf ist. Aber das geht ja aktuell nicht, weil ich das sonst wirklich nicht schaffen würde von der Größe vom Feld. Und da ich das wirklich schaffen möchte, so, ja. Habe ich dann manchmal so ein bisschen Konzentrationsschwierigkeiten. Aber am Ende sieht das dann doch schon ein bisschen richtig aus, sag ich mal. Genau. Gut, dann das Herz. Prozentzeichen. Also an manchen Tagen fällt mir das schon schwerer als an anderen Tagen. Fragezeichen. Aber ich glaube, das ist auch vollkommen normal, ne? Weil es kommt auch immer drauf an, wie anstrengend der Arbeitstag war an dem Tag. Und genau. So, dann kommt das O. Fragezeichen. Glitschig. R und O. R und O. Entschuldigung. Ob das irgendwie eine Pfote ist oder so? Ja, aktuell sieht das auch so aus. Ganz abenteuerlich. Ja, nur noch ein paar Tage, dann habe ich Urlaub und ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich auf diesen Urlaub freue. Ich habe auch schon, wo habe ich die hin? Moment, da. Ich habe mir auch schon was Schönes organisiert von der lieben Judith. Die hat mir so wunderschöne Sticker gemacht. Und wenn ich dann nämlich mein Büro mache, wollte ich die ganzen AB-Steine, die ich habe, nochmal schön sortieren. Also schön ins Kallax reinmachen und so mit den neuen Stickern. Aktuell habe ich so Sticker drauf. Die könnten in jedem Moment irgendwie so abgehen und das macht mich so ein bisschen nervös. Deswegen freue ich mich dann schon so ein bisschen auf die neuen Sticker und dann halt direkt mit wieder mit schön sortieren und so und hübsch machen. Genau, vielleicht ein bisschen Platz schaffen auch. Das sehe ich dann. Aber ich glaube, das nehme ich mir als erstes vor tatsächlich, das mit den AB-Steinen. Weil dann ist das, ich sage jetzt mal, das Gröbste schon tatsächlich erledigt. Und ja, ich bin super gespannt, ob ich dann ein bisschen Platz schaffe. Zweimal R. Ja.
Ja, jetzt hat der Hund verstanden, dass es nicht so nach seiner Nase geht. Er wollte doch versuchen, ein bisschen zu diskutieren mit mir. Aber er kann gerne mit diskutieren, aber gewinnen tut er trotzdem nicht. Unser Börchi ist jetzt 21 Monate alt, mitten in der zweiten Pubertät. Er reizt wieder absolut seine Grenzen aus. Da gibt es dann auch mal liebevolle Konsequenzen. Ja. Weil es ist auch schon nicht einfach mit seinen 45 Kilo, ne, die er hat. Ja. Also da meint er manchmal von wegen, ja, er ist der Herr hier im Hause und das gibt's hier nicht, ne? Also keine Ahnung, was er denn da so denkt, aber da ist er an der falschen Person, sag ich mal. Ja. Ja, bei Hunden muss man schon echt mega konsequent sein, sonst hat man verloren. So, Pfeil nach oben. Ich weiß nicht, wie das bei Katzen aussieht, weil wir haben keine Katzen. Und wir holen uns auf gar keinen Fall eine Katze. Okay. F. So. Aktuell sieht das ja auch wirklich wie eine Pfote, ne? Fallen nach oben. Und F. Gut, wieder eine Reihe geschafft. Also hier haben wir wieder Grünzeug. Ja, und hier, also es sieht aktuell aus wie untere Seite von der Pfote und hier oben ist die obere Seite von der Pfote. Hier haben wir das süße Auge. Hier in dem Bereich gibt es bestimmt das fertige Auge auf jeden Fall. Und mehr Gesicht. So, die ist hier. Weiß gar nicht hier, wie man dieses komische Zeichen nennt. Das hier. Also. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich nicht so viele Farben painte. Also bei mir ist maximal so bis 60. Weil ich mit den ganzen vielen Symbolen, glaube ich, gar nicht klarkommen würde. 1, 2, 3, 1, 2, 3, L. L. Zweimal D. Komisches Zeichen. Und dann das kleine G. Das war hier unten. Ja, auch ich könnte mich schon wieder hinlegen und schlafen irgendwie. Also heute ist tatsächlich gar nicht so mein Tag. P. Ich freue mich auch schon wieder voll auf mein Bett. Zweimal O. So, wir machen noch diese Reihe zu Ende und dann
gebe ich hier Knallkopf was zu essen. So. Jetzt ist er nämlich runtergekommen, jetzt entspannt er schön. Ja. Schönen Augenblick. F. Okay. Da haben wir es. Oh, ich habe ein bisschen bei Pinterest geschmückert. Und da gucke ich immer so gerne nach Ideen für Flure. Also wir haben ja so einen mega schmalen Flur. Und da gucke ich mir dann tatsächlich halt so Inspiration an, was andere gemacht haben, weil ich gerne in dem Landhausstil das haben möchte. Und ja, da habe ich also was super Schönes gefunden. Und ja, das baue ich danach sozusagen. Geh und fall nach oben. Super. Auch wenn das Video heute super kurz war, also 21 Minuten, bedanke ich mich auf jeden Fall, dass ihr reingeschaut habt. Ich bin gespannt, was jetzt noch in diesem Bereich passiert. Genau. Deswegen habe ich mein Handy so. weil hier nämlich direkt die Halterung ist. Ich hatte die Halterung nämlich ein bisschen zu doof angemacht und habe es dann zu spät erst gemerkt. Ja, aktuell, ich zeige euch das nochmal. Schaut das so aus. Also hier haben wir so eine Schneeflocke und ja, vielleicht ist das hier echt so ein Default halt, ne? Mal gucken. Gut, ich lege das schon mal so hin. Genau, und stelle meine Schüssel gleich weg und gebe dem Hund was zu essen. Und ich wünsche euch noch einen so wunderschönen Abend, painvollen Abend. Habt ganz viel Spaß und wir sehen uns hoffentlich morgen. Ich gebe Gas. Ciao.